Diesmal sind es gute Nachrichten, die der Sender Al Jazeera verkünden kann. Für seinen Reporter Peter Grestier haben die Strapazen ein Ende. Zumindest er ist frei und hat Ägypten bereits verlassen. Im Juni waren Grestier, der kanadisch-ägyptische Büroleiter Mohamed Fahmy und der ägyptische Producer Baher Mohamed zu 7 bis 10 Jahren Haft verurteilt worden. Sie sollen die verbotene Muslimbruderschaft unterstützt haben. Grestier ist frei, die beiden anderen bleiben vorerst in Haft. Ich bin immer noch verbittert und sehr traurig. Meine Kinder und ich leben seit der Festnahme meines Mannes in ständiger Unsicherheit. Unser Glück hat uns verlassen. Viele Beobachter sprechen von einem Stellvertreterprozess. Eigentlich gehe es hier um einen größeren Konflikt. Ihr Sender Al Jazeera sitzt in Katar und gilt den Ägyptern als Sprachrohr der Muslimbruderschaft von Ex-Präsident Morsi. Als dieser gestürzt und die Islamisten verboten werden, berichtet Al Jazeera kritisch. Es kommt zum Zerwürfnis zwischen Katar und Ägypten und zu den Festnahmen. Im Dezember nähern sich Katar und Ägypten an. Al Jazeera schließt seinen ägyptischen Kanal, der Prozess wird neu aufgerollt. Außerdem erlässt Präsident al-Sisi ein Dekret. Demnach dürfen inhaftierte Ausländer abgeschoben werden. Das bedeutet zumindest für den Australier Peter Grestier jetzt die Freiheit.